Ein recht herzliches Hallöchen, ich bin's mal wieder, euer Matze85DRP. Wir wollten heute noch unseren Auftrag hier zu Ende machen. Den müssen wir jetzt wirklich noch fertig machen, denn wir sitzen glaube ich schon seit drei Aufnahmen hier auf dem Acker und kommen nicht richtig voran. Und daher machen wir jetzt uns schnell noch den Auftrag fertig und den will ich hoffen, dass wir hier so gut wie durch sind. Dann will ich auch hoffen, dass wir unseren eigenen Acker erstmal bearbeiten können. Dann müssen wir halt noch fliegen. Wir können uns halt nicht nur ganz dauerhaft auf Ernte beziehen. Aber daher müssen wir uns erstmal loslegen, dass wir hier erstmal auf den grünen Zweig kommen und deswegen versuche ich jetzt mit euch nochmal diesen Auftrag abzuschließen, dass wir in Hoffnung, dass wir hier noch ein paar Euros mitmachen. Denn wir müssen halt erstmal in die Gänge kommen, so dass wir hier auf den grünen Zweig kommen. Würde ich hoffen. Und daher machen wir uns erstmal schnell den Acker hier fertig. So dass wir hier zeitnah hier die Fläche fertig machen können. Und wie gesagt, wir haben es auch gleich geschafft. Ist halt ein paar Pluspunkte. Und daher müssen wir uns erstmal noch lang hin machen, so dass wir hier die letzte Bahn ziehen und dann sind wir auch schon fertig. Dann haben wir die Fläche auch endlich geschafft, müssen abtanken und daher werden wir uns gleich das Rohr rausfahren, abtanken und dann passt das nämlich auch schon. Dann können wir gleich zu der Verkaufsstelle fahren, so dass wir hier wenigstens noch ein paar den Auftrag abgeben können, in der Hoffnung, dass wir hier etwas lang hin schaffen, aber dann müssen wir halt das umfahren, umstellen bzw. umziehen auf unseren Flächen. Schön, dass wir hier endlich mal ein bisschen was schaffen und der Droschetank wird so hoch abgetankt. Das ist auch unser Glück, dass wir jetzt diesmal alles auf ihn drauf kriegen. Ist jetzt leer? Ja, ist leer. Also diesmal schnell zum Abladepunkt, holen uns unser Geld. Und das sollte jetzt nicht passieren. Die Bremsen sind hier wieder mal wunderschön. Aber jetzt werden wir schneller mal in Rauchaktion machen, denn wir schleichen jetzt nicht hinter ein Auto hinterher mit Schrittgeschwindigkeit, sondern wir wollen halt noch ein bisschen Krater entdecken und daher ziehen wir jetzt erstmal um auf unseren Hof in der Hoffnung, dass wir hier einigermaßen vernünftig ankommen am Hof und unseren Traktor nicht so sauer machen. Und daher ziehen wir jetzt erstmal um, dass wir endlich mal hoffentlich ein paar Euros machen können mit unserer Ernte. Und daher lasst euch überraschen, wie es hier weitergeht. Ich weiß es selber noch nicht, wie wir weiterkommen. Ich denke mal, wir düsen erstmal hoch, bringen die Anhänger hoch, laden den Kalk. Nee. Ja, Kalk auf, dass wir wahrscheinlich kalken müssen erstmal da oben. Dass wir da oben kalken können, flügen können. Dann werden wir mal umziehen nach oben. Mit dem Dröscher. Dass wir endlich da oben sind, unsere Fläche ernten können. So, dass wir da oben endlich mal ein paar unsere Ernte machen können, ein paar Euro verdienen können. In Hoffnung, dass jetzt die Fuhre reicht und der Auftrag erledigt ist. Dann müssen wir halt mal gucken, ob es passt oder nicht passt. Werden wir gleich sehen.
Es passt. Diesmal hat der Auftrag erreicht, unser Ziel. Und daher werden wir 10 garantiert nicht erstmal ernten, weil es dauert zu lange. Deshalb düsen wir erstmal hoch zum Hof oder zu unserer Fläche, dass wir da noch ein paar Sachen erledigen können. Uns länger hinstellen können. Das hat aber ja nicht eine Stange hier gebracht. Das waren 6000 jetzt, was der Auftrag gebracht hat. Aber deshalb düsen wir erstmal im Schneckentempo hoch. Fahren dann den Droscher hinterher. Und daher fahren wir jetzt erstmal so unsere Fläche. Vielleicht kaufen wir uns gleich die Fläche daneben. Machen eine große draus, dass wir da ein paar Euro mehr verdienen können. Aber vor nicht, hier Tag Abend ist, weil wir den Tag nicht loben. Mal schauen, wie es denn hier weitergeht. Und daher ziehen wir jetzt einmal unsere Bahn und in der Hoffnung, dass wir hier ein paar Euros noch machen. Mal gucken, was da oben so rumsteht. Ist halt ein langer Weg, ich weiß. Mir graut einen schon mit dem Drescher hochzufahren. Das wird ja noch länger dauern. Also werden wir uns dann mal hochtigern. Hochtigern, so dass wir da mal ein bisschen was schaffen. Dass wir hier was schaffen und noch ein bisschen was machen können. Ich will nur hoffen, dass wir hier endlich in die Gänge kommen und ein bisschen was schaffen, weil momentan muss ich eine Fläche haben und ich weiß auch nicht, was hier nebenan drauf steht. Wir müssen halt gucken, was hier drauf steht. So. Dann müssen wir halt wirklich notfalls Kredit nehmen, bei der Fläche holen. Hier steht Weizen, so wie es aussieht. Die großen brauchen wir nicht anzugucken, weil wir Zelt noch nicht haben. Ach, hier drüben steht Wiese. Also können wir uns einmal da nicht drauf hin arbeiten. Irgendwas wird uns schon infallen. Mal schauen, was. Aber da lassen wir uns erstmal drüber überraschen und nee. Dann müssen wir halt mal noch ein bisschen warten, denn hier steht Baumwolle drauf und die will ich nicht gerade ernten als unsere Fläche. Da werden wir mal Gras drauf wachsen lassen müssen und ach, der Raps ist auch bald fertig. Und daher stellen wir uns gleich mal hier hin, fahren jetzt noch unseren Drescher hoch. Können nicht gleich mal das Rohr hinfahren und tieren jetzt mal schnell langsam lang hoch. Wie fahren wir hier am besten? Und deswegen müssen wir uns mal jetzt sputen, sputen, sputen. Mein Lieblingswort hier. Aber das werden wir schon schaffen, irgendwie da hochzukommen. Hoffentlich unfallfrei mit dem Schneidwerk. Und hoffentlich kurz vor der Ernte. Und daher ziehen wir jetzt unsere Bahn. Wie gesagt, der Fernbus 33, da sind wir ja, denke mal, im nächsten Part da, dass wir unsere eigenen Flächen endlich mal machen können. Und daher werden wir erstmal fahren, fahren, fahren. Ich nehme nicht ohne Grund den Weg hier, weil der auch, wie ist das, viel Wege führen nach Rom und deswegen nehme ich den Weg.
dass wir wenigstens ein bisschen was von der Karte noch entdecken. Und daher düse ich jetzt hier lang, weil in Hoffnung, dass wir hier lang kommen. Jo, komm gerade so lang. Wegen den Laternen auf der rechten Seite. Ach, da haben wir noch Luft zum Schneidwerk. Jetzt drehen wir wieder um, weil wir uns verfahren haben. Jetzt müssen wir halt wirklich umdrehen, weil ich mich gerade verfahren habe. Wir müssten die nach der Bahn rüber, aber nicht vor der Bahn. Und das wird jetzt richtig enge. Dann stellen wir uns mal an die Seite, dass der hier durch kann. Und so, das ist der auch weg. Der ist gerade durch und deshalb tigern wir noch nach oben und machen noch die Runde fertig, in der Hoffnung, dass wir da weiterkommen. Hier ist auf der linken Seite, rechten Seite unser Silo. Da können wir auch notfalls mal was einlagern, aber wir werden uns am Hof uns selber ins aufbauen, dass wir nicht so weit fahren müssen. Nur was hier eingelagert und Abmarsch mit der Bahn verkauft. Jetzt sind wir hoffentlich richtig. Yep. Hoffentlich passen wir unsere Brücke durch hier. Ne, wir fahren drüber weg. Oder lass uns mal überraschen. In Hoffnung, dass wir jetzt hier drüber weg passen. Das sieht ja schon mal gut aus. Mit einem großen Schneidweg wären wir hier nicht lang gekommen. Oder gerade so. Aber da tigern wir erstmal hoch und fahren hoffentlich mal zeitnah zu unserer Fläche, dass wir sie abernten können. So, dass wir wenigstens ein paar Euro machen und hoffentlich bald mal in den grünen Bereich kommen. Und da wir nicht lang kommen, werden wir auch nicht lang fahren, weil ist mir ein bisschen riskant, wo wir nachher kurz rausziehen müssen. Also tigern wir noch Richtung unserer Fläche auf dem langen Weg und nehmen hier das Schild mit, was wir eigentlich machen sollen. So, dann sind wir auch gleich oben. Und werden noch lang hindüsen, so wie es geht, wie wir lang hinkommen. Aber ich denke mal, in diesem Part werden wir noch hochfahren und wenn wir oben sind, ist es zu Ende. Ich will hoffen, dass es euch gefällt, was ich hier mache. Ihr könnt es gerne reinschreiben, was ich hier anders machen soll oder machen kann. Vielleicht haben wir auch schon, sind schon welche weiter als wie ich. Also schreibt es mich mal rein und wie es euch gefällt und was wir hier so machen sollen, was ich hier noch machen soll, womit was ich anfangen sollen, mit den Kühen, Schweinen, Schafe oder Pferde. Wie gesagt, wie es aussieht, sind die Schafe das leicht Schafe. Die Pferde das leichteste. Aber bevor wir keinen Hafer haben, brauchen wir so nicht zu holen. Und daher werden wir uns mal überraschen lassen, wie wir weitermachen und mal schauen, ob wir das Feld 4, ob wir das Feld 4 mitnehmen und den umbrechen, pflügen, dafür uns die Baumwolle unterpflügen. Mal schauen, wie es bei uns weitergeht. Ich weiß es noch nicht, aber wir können auch mal schnell die Zeit ein bisschen hochnehmen, dass wir im nächsten Part hoffentlich zeitnah die Ernte machen können. Und daher wollen wir auch ein bisschen was schaffen. Deswegen gucke ich mal, wie viel Kredit ich noch habe hier auf der Bank oder wie ich bekomme. Ich denke mal, es wird nicht viel werden.
Aber daher diesmal erstmal Richtung. Ach, die Fläche ist für, schon abgeerntet. Brauchen wir da uns schon keine Sorgen machen, dass wir es ernten müssen. Aber ich will hoffen, dass unsere Fläche demnächst zeitnah fertig wird. Dass wir hier ernten können. Aber ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Mathe5MachtLP. Tschüss. Ach, jetzt wo ich mich verabschiede, springt das Feld um. Also können wir schon nächsten Part weitermachen. Tschüssi.